Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich sprechen über das Treffen in Prag, das am 12. Februar endete. Es geht um den weltweiten synodalen Prozess, der ja jetzt kontinentale Treffen erstmal voraussetzt für diese kontinentale Phase. Und das europäische Treffen fand, wie gesagt, in Prag statt. Dazu möchte ich ein bisschen was zusammenfassen heute. Die Wortmeldungen, die besonders beachtenswert sind, sprich die deutschen Wortmeldungen, wir werden eventuell in einem extra Video behandelt, weil das Ganze sonst wieder viel zu lang wird. Bleiben Sie gerne dran. Also insgesamt kann man sagen, das Prager Treffen war eine Blamage für die Deutschen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Vom 5. bis 12. Februar 2023 fand die kontinentale europäische Synodalversammlung statt in Prag. Nochmal zur Erinnerung, dass Sie das einordnen können. Der weltweite synodale Prozess ist zwar verlängert worden und da ist vor allem die Phase der eigentlichen Synode zweigeteilt worden in zwei Etappen, also erweitert worden. Aber was zumindest jetzt uns klar ist und nachvollziehbar ist, es gab eine erste Phase und in dieser ersten Phase, in denen die lokalen Kirchen befragt worden sind, danach ist ein Papier zusammengefasst worden, mach den Raum deines Zeltes weit. Sie kennen dieses Papier, das habe ich Ihnen auch vor einigen Monaten vorgestellt. Und dieses Papier ist nicht nur Zusammenfassung der bisherigen Phase gewesen, sondern vor allem auch als Anhaltspunkt für die jetzt eingetretene kontinentale Phase. Jeder Kontinent veranstaltet also jetzt ein Treffen. Das europäische ist, wie gesagt, jetzt gewesen und dann gibt es auch eine amerikanische und so weiter. Und dort wird dann nochmal dieser Prozess von Beratungen, von Zuhören aufeinander und auf den Heiligen Geist und der Unterscheidung vorgenommen. Es geht dabei nicht nur einfach darum, diesen Prozess, der quasi schon in der ersten Phase vonstatten ging, nochmal zu wiederholen, sondern es geht um Vertiefung. Und am Schluss dieser Veranstaltungen, dieser kontinentalen Veranstaltungen, werden die Ergebnisse dann nochmal in einem Dokument zusammengefasst. Und dieses geht dann, denke ich mal, an das Sekretariat des synodalen Prozesses und wird dort dann alles, also da werden dann diese kontinentalen Dokumente zusammengefasst, wiederum zu einem Instrumentum Laboris, zu einem Arbeitsdokument. Im Vorfeld fielen die Deutschen schon sehr negativ auf, das muss man sagen, und zwar in erster Linie natürlich den eigenen Landsleuten. Dadurch, dass man total intransparent wieder dieselben Verdächtigen nach Prag schicken wollte, nämlich das Präsidium des synodalen Wegs, als ob der synodale Weg aufgehe im synodalen Prozess. Das heißt, Bischof Betzing, Dr. Irme Stetter-Karp und Thomas Söding sowie die Generalsekretärin der DBK, Beate Gillis, sind als Repräsentanten für die katholische Kirche in Deutschland nach Prag entsandt worden. Sie konnten dann noch einige Mitglieder, zusätzliche Mitglieder ernennen, die vor Ort mit dabei sein durften und ihren Senf dazu geben konnten. Und solche, die dann zugeschaltet wurden, online zugeschaltet worden sind. Und das waren immer dieselben Leute. Das waren alles Leute, die pro synodaler Weg sind, die selber entweder Synodale sind oder genauso sprechen. Und das war dann natürlich auch so eine Sache, da haben sich sehr viele gefragt, wer hat die eigentlich gewählt? Warum stellen die uns, also warum repräsentieren die uns jetzt? So, als ob das wirklich das Einzige wäre. Es gibt ja noch viel mehr Ansichten im deutschen Bereich. Und da wird ja keiner irgendwie dazu geholt und darf da dann irgendwie sprechen. Das war also dann schon ziemlich klar, was uns erwarten würde, wenn wir dann... Es war also schon klar, was passieren würde in Prag. Und mit dieser Erwartungshaltung sind wir auch alle in den Livestream gegangen. Es gab ab und zu Live-Übertragungen, aber nicht alles wurde übertragen, sondern immer nur einige Stunden, vor allem die Arbeitseinheiten. Dazu komme ich aber gleich. Also es ist auf jeden Fall wieder ganz typisch gewesen, pro synodaler Weg, pro diese ganzen zeitgeistlichen Forderungen und Strukturreformen statt geistliche Reformen etc.
Und eigentlich spricht das auch für die erste Phase des synodalen Prozesses, denn auch da ist ja schon klar gewesen oder zeigte sich jetzt im Nachhinein, dass dieser Prozess im deutschsprachigen Bereich zumindest gescheitert ist. Warum? Weil das einfach an ganz vielen Leuten vorbeigegangen war. Viele hatten gar nicht mitbekommen, dass es diese Befragungen gab, dass man sich da irgendwie einbringen konnte. Und man hat das dann auch irgendwie so als ob es nur den synodalen Weg in Deutschland gäbe und diesen weltweiten Prozess nicht. Und deshalb ist das an ganz vielen vorbeigegangen. Und auch was dann eingegangen ist in den weltweiten Prozess, das waren dann auch wieder nur diese selektiven Dinge, die aber uns alle gar nicht repräsentieren. Zum Programm und zum Ablauf dieses Prager Treffens. Am Sonntag, den 5. Februar, ist das Ganze gestartet und zwar mit einer heiligen Messe und Vesper, weil das eben abends war. Und danach gab es ein gemeinsames Abendessen. Der erste Tag war also eigentlich eine geistliche Eröffnung. Und das ist eine Sache, die man sowieso anmerken muss, das sofort aufgefallen ist, als auch dann das Programm schon feststand. Wenn man nämlich ins Programm schaute, sah man auf den ersten Blick, dass jeden Tag eine heilige Messe angeboten wurde, dass das Stundengebet der Kirche einbezogen wurde. Also man hat sehr viel geistliches Programm gehabt. Und es unterscheidete sich sehr deutlich von dem, was man auf dem synodalen Weg an geistlichem Programm hat. Da gibt es auch den Einhalt, es gibt auch Gottesdienste, also Betrachtungen, und es gibt sogar eine heilige Messe mit Bischof Betzing immer. Aber das ist alles so geistlos. Ich kann das nicht richtig beschreiben oder nicht richtig erklären. Es ist so ein bisschen äußerer Ablauf, aber man spürt, dass da irgendwie innerlich etwas fehlt. Und ich weiß nicht, wenn ich so das geistliche Angebot jetzt in Prag mitverfolgt habe, habe ich doch den Eindruck gehabt, dass sich das auch anders, also man fühlte einfach, das war eine andere Stimmung. Am Montag ging es dann so richtig los und zwar ist dort dann natürlich auch zuerst Heilige Messe gewesen und Laudes und dann um 9 Uhr begann die eigentliche Versammlung. Sehr oft hat moderiert Antonio Amirati, der Vizesekretär der CCEE. Und dann gab es erstmal, wie das halt so ist bei solchen Veranstaltungen, also einige Grußworte, methodische Einführung ins Arbeiten der nächsten Tage, wie das ablaufen sollte und eine geistliche Einführung. Um 11 Uhr begann dann die erste richtige Arbeitseinheit und da wurden dann 13 nationale Delegationen angehört, jeweils 2 Delegaten einer Bischofskonferenz. Und zwar ging es da vor allem um Fragen rund um das Arbeitspapier. So habe ich das verstanden. Wenn ich das falsch verstanden haben sollte, sagen Sie bitte Bescheid. Die Sprache war die meiste Zeit eigentlich Italienisch. Manche Sachen waren auch auf Englisch und ansonsten in der eigenen Sprache, je nachdem, wer sich was zugetraut hat. Aber die Moderation war meistens auf Italienisch. Außer Beate Gillis, die Generalsekretärin zum Beispiel, war dann dran oder... Es gab auch einen anderen, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Blick, wer das war, der auch manchmal moderiert hat und der das auch auf Englisch dann zum Beispiel gemacht. Und an dem ersten Vormittag, also an diesem Montag, konnte man auch per Livestream dabei sein. Und da habe ich natürlich genau hingehört, was Bischof Betzing und Irmestetter Karp gesagt haben. Um 15 Uhr gab es dann eine Gruppenarbeit. Das war auch typisch, dass es immer so Arbeitseinheiten gab im Plenum. Und dann gab es so Gruppen. Und ich weiß nicht genau, ich habe es so verstanden, dass es immer dieselbe Konstellation von Gruppen sein soll. Bin aber nicht sicher, ob das wirklich so war. Also auf jeden Fall gab es dann immer so Gruppenarbeiten, 14 Gruppen zu 13 Leuten, in denen man dann ein geistliches Gespräch führen sollte. Ab 17 Uhr gab es dann wieder eine Arbeitseinheit im Plenum, in der dann die Ergebnisse der Gruppenarbeit vorgestellt wurden. So war das sehr oft. Und dann gab es noch einen freien Dialog mit Input von Gästen. Es gab also noch weitere Delegierte, die sozusagen als Beobachter oder wie auch immer hinzugezogen worden sind. Das Ganze endete dann mit einem Tesegebet und dann dem Abendbrot. Sehr ähnlich verlief es übrigens auch dann am nächsten Tag, an dem zweiten vollen Tag, dem Dienstag. Der begann wieder mit einer heiligen Messe und dann, das habe ich auch noch vergessen zu sagen, wenn es diese verschiedenen Wortmeldungen in den Vollversammlungen gab, dann hat man alle paar Wortmeldungen eine Zeit der Stille, des Gebets und
irgendwelche musikalischen Impulse dann bekommen. Also irgendwelche Lobpreislieder, irgendwie ja, musikalische Inputs oder ja, sowas immer wieder eingebaut, damit man das Gehörte verarbeiten konnte. Darauf wurde richtig Wert gelegt. Also man hat nicht stundenlang diskutiert, sondern man hat alle paar Wortmeldungen immer wieder, ist man in die Stille gegangen. Es gab Arbeitseinheiten wieder mit Wortmeldungen an diesem Dienstag, wieder Gruppenphasen, dann wieder Arbeitseinheiten im Plenum, wo dann die Ergebnisse der Gruppenphasen vorgestellt wurden. Um 17 Uhr gab es eine Arbeitseinheit, da hat Beate Gillis das erste Mal moderiert, ich habe mir das auch angeschaut, beziehungsweise dachte ich, das wäre das Video von Dienstag, aber das war schon von Mittwoch, denn am Mittwoch hat sie wieder eine Veranstaltung moderiert. Also so verlief auf jeden Fall auch der Dienstag und am Mittwoch gab es dann wiederum interessante Wortmeldungen unserer lieben Deutschen, und zwar von Irmestetter Karp und von Thomas Söding. Das war eine also es gab eine Arbeitseinheit um 11 und um 9 bereits schon eine Gruppenphase. Dann gab es noch Arbeitseinheiten um 15 Uhr, bevor dann um 18 Uhr eine Messe mit Mario Gregg stattfand. Am Donnerstag begann der Tag schon sehr früh, denn das war der letzte Tag, an dem alle mit dabei waren. Und zwar war die Messe da schon um 7:30 und die erste Arbeitseinheit schon um 9. Da wurde nämlich dann dieses Dokument, was zusammengestellt werden sollte nach diesem Kontinentaltreffen, vom Entwurf her erstmal vorgestellt und diskutiert. Und um 11 Uhr gab es dann eine zweite Einheit, in der das Dokument beschlossen werden sollte. Der Tag war auch kurz, der Nachmittag war dann den Teilnehmern freigestellt. So wie ich das mitbekommen habe, ja, ich habe tatsächlich auch Leute, Bekannte, die dort waren vor Ort, die auch ab und zu geschrieben haben auf WhatsApp. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist auch das Programm manchmal nicht ganz zeitlich eingehalten worden, sondern es gab auch Überziehung und so. Am Freitag und am Samstag waren dann Tage, an denen die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen sich noch zusammengesetzt hatten, um ihre Eindrücke der Arbeitseinheiten zu schildern. Diese Tage wurden auch dann nicht mehr live übertragen, deshalb kann ich Ihnen dazu nichts sagen. Wir wissen aber von dem einen oder anderen Wortbeitrag der deutschen Bischöfe, die dann in den Medien kamen. Also es ist da wohl schon ein bisschen was durchgesickert. Interessant fand ich zum Beispiel, was Kohlgraf so von sich gegeben hat. Das ist doch schon sehr entlarvend. Ja, soweit vielleicht erstmal der Ablauf dieser ganzen Veranstaltung. Da wir jetzt noch sehr viel Zeit haben, ich dachte, es würde länger dauern, das erstmal alles zu rekapitulieren, was passiert ist, würde ich vorschlagen, dass wir uns doch auch heute schon dem ein oder anderen Wortbeitrag unserer deutschen Delegaten anschauen und das dann einfach fortsetzen in einem zweiten Video und dann auch mediale Reaktionen aufgreifen, um einfach zu sehen, wie eigentlich dieses Kontinentaltreffen bei den Deutschen angekommen ist. Und vor allem möchte ich einige Wortmeldungen bringen, damit Sie auch meine abschließenden Überlegungen, ein Fazit will ich das jetzt nicht nennen, aber doch meine Eindrücke, meine bleibenden Eindrücke verstehen können. Und zwar möchte ich sprechen gleich über Bischof Betzing und Irmestetter Karp am 5. Februar, am 6. Februar, am Montag, als Sie dann Ihre Wortmeldungen hatten. Zunächst einmal zu Bischof Betzing. Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, schreibt der Apostel Paulus an seinen Schüler Timotheus. Tatsächlich, diesen Geist braucht unsere Kirche. Wir wollen hier in Prag von unseren Glaubensgeschwistern lernen. Wir wollen auch unsere Erfahrungen in den weltweiten Prozess einbringen. Wir haben 2019 einen synodalen Weg begonnen, weil uns eine wissenschaftliche Untersuchung zum Missbrauch in unserer Kirche gezeigt hat, es gibt schwere individuelle Schuld, viel zu viele Kleriker haben ihre Macht missbraucht und Verantwortliche, nicht zuletzt Bischöfe, haben die Untaten vertuscht. Es gibt aber auch systemische Ursachen des Machtmissbrauchs. Wir können sie nicht leugnen.
Wir sind entschlossen, Konsequenzen zu ziehen, spirituelle und strukturelle. Die Situationen, in denen wir in Europa leben, sind unterschiedlich. Wir brauchen überzeugende Antworten, wie wir in diesen Situationen das Evangelium neu entdecken und verkünden können. Aber wir dürfen keine Sonderwege gehen. Wir gehen gemeinsam den Weg, den Gottes Geist unsere Kirche führt, an vielen Orten, mit vielen Menschen, in vielen Formen. Es ist ein Kairos der Kirche, ihre Synodalität zu entdecken und zu gestalten. Wir haben in allen Diözesen, in vielen Gruppen und Gemeinden sorgfältig die 10 Fragen zur Vorbereitung der Weltsynode bedacht und zu einer Synthese gebracht. Wir haben auch engagierte Antworten auf die 3 Fragen gesammelt, die uns hier in Prag leiten sollen. Das Vorbereitungsdokument hat uns sehr beeindruckt. Wir erkennen in ihm eine gute Dokumentation dessen, was die ganze Kirche bewegt, auch in unserem Land. Deshalb können wir die 1. Frage in der Gewissheit beantworten, dass die Erfahrungen unserer Kirche einen, auch wenn die Antworten noch nicht feststehen. Wir hören, dass Frauen mehr Teilhabe und Mitwirkung erwarten und dass dies ein Anliegen der ganzen Kirche ist. Wir hören, dass die Gläubigen eine Stimme haben wollen, wenn ihre Angelegenheiten beraten und entschieden werden. Wir hören, dass nach neuen Formen gesucht wird, das Priesteramt zu gestalten. Wir hören, dass die Stärkung der Ökumene ein Herzensanliegen der ganzen katholischen Kirche ist. Wir hören, dass die Kirche für Menschen offen stehen soll, deren Lebensweise nicht den Normen des Katechismus entspricht, auch den queeren Personen. Wir hören und verstehen diese Anliegen. Ich teile sie ganz persönlich. Ich sehe meine Aufgabe als Vorsitzender der Bischofskonferenz in Deutschland darin, sie in den weltweiten Prozess einzubringen, der die Kirche erneuern soll. Also er ist natürlich sehr persönlich, wenn er sagt, dass er von den Glaubensgeschwistern lernen möchte in Prag. Aber natürlich auch die Erfahrungen in den weltweiten Prozess einbringen, die sie mit dem synodalen Weg gemacht haben. Und das ist so ganz klar, dass das auch das war, was sie eben vorhatten, diese Linie zu fahren. Dieses, wir haben euch etwas voraus, denn wir haben ja den synodalen Weg. Wir haben schon Erfahrung gemacht und wir wissen, wo es lang geht und ihr müsst euch danach richten. So ein bisschen, so sagen sie es natürlich nicht, aber das ist so die Haltung dahinter und das ist auch so angekommen bei den anderen. Also die Deutschen sind nicht gut weggekommen. Die sind als Besserwisser und als arrogante Oberlehrer wahrgenommen worden und viele waren richtig genervt von den Deutschen. Das sage ich nicht selbst, sondern das sage ich von dem, was ich gehört habe. Dass man auch versucht, natürlich dann die Ergebnisse des synodalen Wegs in diesen weltweiten Prozess einzubringen, das war klar. Es wurde ja auch schon ein bisschen angekündigt und wir haben alle fest damit gerechnet, dass dann auch diese Dinge gesagt werden. So geht es dann zum Beispiel um die systemischen Ursachen, um Machtmissbrauch, Klerikalismus fiel so oft. Ich kann mich auch erinnern, dass Thomas Söding einmal über Klerikalismus gesprochen hat. Dass man natürlich auch davon spricht, dass man keine Sonderwege gehen möchte, aber an anderer Stelle man dann doch irgendwie etwas in diese Richtung sagt, also sich selbst widerspricht. Also er möchte hier natürlich betonen, dass man keine Sonderwege gehen möchte, dass man gemeinsam den Weg Gottes geht und dass man natürlich auf Synodalität pocht etc., dass man also diese ganzen Begriffe aufgreift und also einfließen lässt, die anderen sozusagen gnädig stimmen sollen. Das ist die Betzingsche Sprechweise, das ist auch klar. Und dann wird gesagt, dass sie diesen ersten Prozess gewissenhaft durchgeführt hätten, was ja gar nicht stimmt. Und das ist an den meisten vorbeigegangen und man hat einfach gleichgesetzt die Ergebnisse des synodalen Wegs sozusagen hineingenommen, einfließen lassen. Und so ist das, was er dann aufzählt. Wir hören, dass Frauen mehr Teilhabe und Mitwirkung erwarten. Wir hören, dass die Gläubigen eine Stimme haben wollen. Wir hören, dass nach neuen Formen gesucht wird, das Priesteramt zu gestalten. Stärkung der Ökumene. Die Kirche für Menschen offen stehen soll, deren Lebensweise nicht den Normen des Katechismus entspricht. Also alles, was
in den vier Synodalforen kommt. Die Ökumene jetzt weniger, aber das ist auch hier ein Thema. Also das wundert uns kein bisschen und das war ein absolut berechenbarer Schritt. Und dann kam Ilmestetter Karp. Die Deutsche Bischofskonferenz hat das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gebeten, den synodalen Weg gemeinsam zu verantworten. Als dessen Präsidentin sehe ich die Not der Menschen, die trotz aller Enttäuschungen eine Kirche erhoffen, die eine Kraft des Friedens ist. Das treibt mich um. Wir beantworten die Fragen nicht unterschiedlich, sondern mit einer Zunge. Auf die zweite Frage antworten wir: Die katholische Kirche darf nicht nur auf sich selbst schauen. Europa wird von einem mörderischen Krieg gefährdet. Weltweit gibt es verheerende Kriege und Bürgerkriege, die schlimmes Leid verursachen. Wir brauchen hier in Prag ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern der Kriege, ein Zeichen der Hoffnung auf Frieden. Wir brauchen es nicht nur in Form von Deklarationen. Wir brauchen es in der Weise, wie wir Kirche sind. Wir brauchen Wege, unsere Schuld aufrichtig zu bekennen und unsere Einheit zu stärken. Wir brauchen Wege, in denen wir Geschlechtergerechtigkeit verwirklichen. Wir brauchen Wege, Menschen willkommen zu heißen. Unser Ziel ist es, den Klerikalismus zu überwinden und die gemeinsame Verantwortung für die Verkündigung des Evangeliums zu stärken. Wir brauchen keine Konformität. Wir brauchen Einheit in Vielfalt. Lassen Sie uns nach den besten Antworten gemeinsam suchen. Die dritte Frage führt zu einer Antwort, die Realismus mit Glaube, Hoffnung und Liebe verbindet. Wir dürfen den systemischen Missbrauch nicht verdrängen. Das sind wir den Betroffenen schuldig. Wir können uns auf die Charismen besinnen, die Gaben, die Dienste und Energien des Geistes, die alle Gläubigen in die Kirche einbringen. Wir brauchen eine Klärung, was wir unter Synodalität verstehen, im Sehen, im Urteilen und im Handeln. Das gemeinsame Priestertum aller steht nicht im Widerspruch zum Priestertum des Dienstes und umgekehrt. Gemeinsames Beraten erleben wir schon jetzt im synodalen Prozess. Wie können wir auch in einem gemeinsamen Prozess zu Entscheidungen kommen? Liebe Glaubensgeschwister auf der Europäischen Synodalversammlung, 2019 zu Beginn des synodalen Weges in Deutschland hat Papst Franziskus einen Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland geschrieben. Wir stimmen Papst Franziskus zu, Synodalität dient der Evangelisierung. Synodalität ist ein spiritueller Prozess, der klare Formen findet. Die Bischöfe tragen die Leitungsverantwortung nicht einsam, sondern gemeinsam, verbunden mit dem ganzen Volk Gottes. Liebe Synodale, diese Verbundenheit müssen wir stärken im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Danke. Auch sie beginnt natürlich mit dem synodalen Weg, das die DBK, das ZDK gebeten hat, gemeinsam diesen synodalen Weg zu beschreiten. Ich glaube, das hat die auch schon in der Herder-Korrespondenz gesagt. Wir haben zu Anfang eher alle gedacht, dass das ZDK diesen Prozess eigentlich angestrebt hat und auch Druck gemacht hat und dann quasi die DBK mit reingezogen hat, weil die ja die Entscheidungsgewalt hat und sie nicht. Ja, und dann sagt sie natürlich etwas Wichtiges, das was berechtigt ist, nämlich was den Krieg anbelangt, dass man ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern der Kriege setzen soll, dass Einheit und Frieden wichtige Punkte sind, das ist auch klar. Aber dann kommen halt wieder die typischen Fragen wie Geschlechtergerechtigkeit, Menschen willkommen zu heißen, gemeint ist alles gut zu heißen, egal welcher Lebensentwurf, Klerikalismus zu überwinden. Und interessant ist wieder dieses Einheit in Vielfalt statt Uniformität, aber es muss eine Einheit in der Lehre geben. Es darf unterschiedliche Schwerpunkte geben, aber es muss einen ganz klar umrissenen Weidezaun geben für die Herde Gottes. Das ist schon immer so gewesen und es ist natürlich nicht das ausschlaggebende Kriterium, dass man sagt, das war schon immer so. Andererseits doch. Weil wenn es von Christus so gegeben ist, wenn er als Hirte den Zaun gezogen hat, dann muss man sich als Herde daran halten. Also mit Einheit in Vielfalt ist hier natürlich was anderes gemeint, als das, was man vielleicht erwarten würde. Und auch sie spricht natürlich dann über den systemischen Missbrauch. Das ist klar, also systemische Ursache des Missbrauchs. Was dann aber wieder perfide ist, ist, dass man über den Missbrauch spricht, über die Betroffenen, denen man es schuldet, dass man das klärt. Und gleichzeitig heißt es dann im nächsten Satz, wir können uns auf die Charismen besinnen, die Gaben, die Dienste und Energien des Geistes,
die alle Gläubigen in die Kirche einbringen. Und das ist ja auch immer diese Schlussfolgerung. Also müssen alle Priester werden können oder also alle müssen den vollen Zugang zu allen Ämtern haben. Dann wird es keinen Missbrauch mehr geben. Ja, und dann ist da natürlich auch noch die Rede von Synodalität, von gemeinsamen Priestertum, das nicht im Widerspruch zum Priestertum des Dienstes stehe, gemeinsames Beraten, all das, was auch im ersten Synodalforum beim Synodalen Weg natürlich dann Thema ist. Interessant, das haben Sie ja jetzt auch vorhin mitbekommen, ist, dass sie hier auch den Brief des Papstes an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland anspricht. Und dass sie dann aber das so darstellt, dass die Deutschen dem Papst zustimmen würden. Faktisch tun sie das aber nicht, weil sie alles ignorieren, was er schreibt. Die ignorieren komplett alles. Aber sie stellt es eben so dar, sie framet es so, dass man natürlich dem Papst hier Recht gibt und dass Synodalität der Evangelisierung diene, ein spiritueller Prozess sei, etc. Aber dann greift sie natürlich etwas auf, was der Papst sagt, nimmt es aus dem Kontext heraus, nämlich die Synodalität, die von unten beginnen muss, ne, damit es überhaupt eine Synodalität von oben geben kann, also von den Bischöfen. Aber der Papst meint damit nicht Revolution, aber das ZDK meint damit Revolution. Also um nochmal aufzuzeigen, wie gearbeitet wird. Man nimmt Worte, dreht sie einem direkt im Munde noch um, et voilà, so legitimiert man sich. Weitere Wortmeldungen werde ich Ihnen in einem zweiten Video dann vorstellen. Und zwar auch wiederum von Irmestetter Karp und von Thomas Söding. Und ja, vielleicht jetzt noch einige zusammenfassende Bemerkungen. Also wenn Sie sich die Zeit nehmen wollen, Sie können noch die ganzen Streams anschauen, die es gab, auf der Seite der CCEE. Und es gab auch, also ich gehe hier jetzt ja vor allem auf die Deutschen ein, aber interessant war auch zum Beispiel die Österreicher und die Schweizer anzuhören, was die gesagt haben. Und irgendwer sagte zwischendurch auch, die sind momentan die schlimmeren Deutschen. Also die wären sogar noch gefährlicher, noch heretischer. Und die eigentliche Gefahr sei Hollerich. Dass Hollerich noch der Joker ist, und zwar im negativen Sinne, dass er eigentlich richtig eine Gefahr ist, weil auch von ihm sehr viel abhängt und so wie er das eben lenkt, was dann die Erstellung des Dokuments anbelangt. Also man weiß ja nicht, was von den Wortmeldungen letztendlich in das Dokument hineinkommt und den Delegationen ist ja an dem Donnerstag nur der Entwurf vorgestellt worden. Man hat dann darüber diskutiert und eine Fassung irgendwie festgestellt, aber die ist ja noch nicht geschrieben. Das heißt, da wird ja noch dran gearbeitet. Man weiß also im Letzten nicht, was ein Hollerich noch daraus macht. Also nochmal, die Deutschen sollen sich richtig, richtig blamiert haben. Die sollen ein sehr schlechtes Bild abgegeben haben in Prag und im Grunde haben die sich alle Chancen verspielt, ernst genommen zu werden auf weltkirchlicher Ebene durch die Dinge, die sie da gesagt haben. Auch durch ihre Haltung einfach, weil sie immer so oberlehrerhaft daherkamen und es den anderen irgendwie so zeigen wollten, als wenn sie es besser wüssten. So, ihr Armen, ihr habt ja gar nicht die MHG-Studie und ihr seid ja noch in der Erkenntnis nicht so weit wie wir. Passt mal auf, wir zeigen euch, wo es lang geht. Und das kommt halt bei anderen Menschen nicht gut an, wenn man nicht auf Augenhöhe einander begegnet. Ne? Also auch Luxemburg ist schlimm dran, was die Wortmeldungen anbelangt. Hollerich, wie gesagt, aber auch andere, die dann da also dabei waren. Auch der Vizepräsident des synodalen Prozesses soll negativ aufgefallen sein. Und ja, was auch schlimm ist, es wurde so ein bisschen ein Narrativ dargestellt in den Diskussionen etc., als wenn es eine Diskrepanz gäbe zwischen Ost und West. So nach dem Motto, der Westen ist aufgeklärt und offen für Reformen. Und dann gibt es die Reformverweigerer, das sind immer die Osteuropäer, die sind so rückständig. Und erstens kann man das gar nicht so einheitlich sagen, der Westen ist so, der Osten ist so. Zweitens, was ist das für ein struktureller Rassismus? Das erinnert mich ein bisschen an die Synoden der letzten Jahrzehnte, sag ich mal, in denen es öfter so vorkam, dass es so hieß, ja, ihr Afrikaner, ihr habt ja gar keine Ahnung, wovon ihr redet, ihr seid ja auch noch hinterher. Das ist Rassismus.
Das ist für mich Rassismus, klar. Auch denke ich da zum Beispiel an Thomas Schüller, der hatte, glaube ich, auf Twitter auch so einen Krieg mit wie hieß der denn, des Erzbistums Köln, Patarigami. Da gab es auch irgendeine Diskussion. Und der hat das dann auch sofort beim Namen genannt, dass das für ihn absolut rassistisch ist, wenn Thomas Schüller sowas zu ihm sagt, so nach dem Motto, ja, kein Wunder, dass du so eine Einstellung vertrittst, wenn du diesen und diesen Migrationshintergrund hast. Und das ist natürlich schon, naja. Also, Ost-West-Bruch angeblich, was gar nicht so zu sagen ist. Für die deutschen Abgesandten war das alles eine sehr frustrierende und enttäuschende Erfahrung, wenn man dann auch so schaut, was so die ersten Wortmeldungen anbelangt, auch noch während das Ganze lief. Ich habe Ihnen diese ja jetzt in diesem Video nicht mehr vorgestellt, das werde ich dann im nächsten Video machen. Aber dass Sie einfach wissen, die haben sich mehr erhofft und sind jetzt enttäuscht. Einige ihrer Beiträge, also der Deutschen, sind allerdings in das Abschlussdokument eingeflossen, also es ist nichts Wildes, nichts Wesentliches, aber sie konnten halt das Ruder nicht an sich reißen. Ne? Und wir können nur sagen, Gott sei Dank, deshalb beten wir ja auch dafür. Aber es ist ja noch längst nicht alles in trockenen Tüchern, weil es ja halt auch die anderen gibt, die nicht unbedingt sehr viel besser sind. Und die da noch sehr viel Schlimmes anrichten können in der Verfassung des Dokumentes, in der abschließenden Fassung. Im nächsten Video werde ich Ihnen weitere Wortmeldungen bei diesem Prager Treffen vorstellen und dann auch noch einige Reaktionen in den Medien. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch gerne folgendes Video zeigen, damit Sie verstehen, was ich meine, auf welchem Niveau sich die Deutschen bewegt haben. Das ist nämlich mein persönliches Highlight. Und letzter Satz von mir. Ich habe vorher wahrgenommen, dass der Begriff Teufel genannt wurde und in dem Moment Blicke zu mir kamen. Das tut weh. Ich glaube, da bleibt einem nichts mehr zu sagen. Es ist selbstredend. Lassen wir es mal darauf beruhen für heute und dann im nächsten Video geht es weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen, seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.